Die Ukraine ist wieder Ziel russischer Luftangriffe geworden. Dabei wurden mindestens 3 Menschen getötet und weitere unter den Trümmern zerstörter Gebäude begraben. Laut ukrainischen Angaben hat eine Rakete einen Stadtteil getroffen, der vor allem für Industrie genutzt wurde. 2 Menschen starben. Granaten schlugen außerdem in eine Schule in der nahegelegenen Stadt Slowjansk ein. Und ebenfalls von russischen Granaten getroffen die Stadt Kropiansk. Ein Mensch kam hier ums Leben. Wir erreichen Gregor Schwung in Kiew jetzt. Wie ist denn die Situation nach dem Raketenangriff auf Kramatorsk? Ja, es wird vor Ort immer noch nach Überlebenden gesucht. Die Raketen haben mehrere Wohnhäuser zerstört und einige auch beschädigt. Und unter den Trümmern wird immer noch nach Vermissten gesucht. Es soll eine ganze Familie unter einem Wohnhaus vermisst sein. Es ist unklar, ob die noch am Leben sind oder schon verstorben. Das alles wird sich in den nächsten Stunden zeigen. Die Meldungen erreichten uns aus den frühen Morgenstunden. Auch im benachbarten Slowjansk wurde eben erwähnt, wurde eine Schule zerstört, eine Person starb. Also insgesamt in Frontregionen, die beiden Städte sind ja circa 20 Kilometer von der Frontlinie entfernt, wieder eine Nacht mit einigen Zerstörungen. Ja, und wenn wir das größere Bild uns anschauen, die Russen haben ja die ukrainische Stadt Avdijewka eingenommen. Wie sieht denn nun eigentlich die weitere Kriegstaktik Russlands aus? Wo wird als nächstes angegriffen? Ja, die Russen freuen sich sehr über diesen Gewinn in den russischen Telegram-Gruppen, wo die Militärblogger, die ja immer sehr gut informiert sind, ihre Informationen posten, herrscht wirkliche Jubelstimmung über diesen Erfolg, wenngleich man sagen muss, dass er wirklich teuer bezahlt wurde. Die Russen haben mehrere Zehntausende Truppen bei diesem Angriff, der ja seit 2 Jahren auf diese Stadt herrscht, verloren. Und jetzt haben sie sozusagen Oberwasser. Die Russen gehen in die Offensive, sie verstärken ihre Operation. Und es ist noch nicht ganz klar, in welche Richtung, aber es gibt 2 Möglichkeiten. Einmal in der Region Saporischschja-Robotynje und einmal in Richtung Liman. Das sind die 2 Optionen, die die Russen jetzt haben. Und das zeigt eigentlich sehr deutlich, dass die Ukraine mit diesem Fall von Avdiivka jetzt wirklich in der Defensive ist. Also wenn man sich mal den Bericht des Generalstabs heute Morgen durchliest der Ukraine, dann merkt man, es wird aufgelistet, an welchen Orten, und es waren wirklich viele heute Nacht, die Ukraine ihre Position nur noch verteidigen kann und die Russen vom Vormarsch aufhalten kann. Eigene Offensivoperationen gab es von der Ukraine schon lange nicht mehr und wird es bis auf kleinere Nadelstiche jetzt auch auf absehbare Zeit wohl nicht mehr geben. Gregor Schwung, vielen Dank für dieses Lagebild aus der Ukraine. 50 Staats- und Regierungschefs und etwa 100 Minister tauschen sich da bei der Sicherheitskonferenz aus, bisher vor allem über die Ukraine. Jetzt geht es verstärkt um den Krieg im Nahen Osten, denn die Situation im Gazastreifen ist weiter katastrophal und es fehlt noch immer ein Plan, was nach einem Sieg Israels über die Hamas mit Millionen Palästinensern in dem Gebiet geschehen soll. Der Konflikt zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas hält an. Hauptkriegsschauplatz, der Gazastreifen. Zum Abschluss der Sicherheitskonferenz in München werden zu dem Thema am Vormittag der palästinensische Ministerpräsident Mohamed Dayeh gemeinsam mit der ehemaligen israelischen Außenministerin Zipi Livni und dem jordanischen Außenminister an einer Podiumsdiskussion zur Zukunft der israelisch-palästinensischen Beziehungen teilnehmen. Bisher wurde der Krieg in Nahost nur am Rande der Konferenz thematisiert. Einzelne Redner, darunter US-Außenminister Antony Blinken und Olaf Scholz, rissen das Thema kurz an, sprachen sich für eine Zwei-Staaten-Lösung aus. Ricarda Lange, Vorsitzende der Grünen, befürwortet am Rande der Sicherheitskonferenz im Weltinterview die Positionierung von Bundesaußenministerin Baerbock. Wir stehen an der Seite Israels und wir schützen sie in ihrem Recht auf Selbstverteidigung. Und ganz klar, das Existenzrecht ist für uns nicht verhandelbar. Und das heißt, Israel hat das Recht, sich gegen diesen furchtbaren, diesen bestialischen Terrorangriff zu wehren, hat das Recht, alles dafür zu tun, um auch die Geiseln zu befreien, die sich ja weiterhin in Geiselhaft befinden. Und auf der anderen Seite hat sie darauf hingewiesen, und auch das finde ich richtig, dass sie da mehr tun müssen, um die palästinensische Zivilbevölkerung zu schützen. Denn was wir gerade sehen, das ist eine humanitäre Katastrophe. Auch die europäische Verteidigung steht heute wieder auf der Agenda mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist gestern persönlich vor Ort, warnt davor, dass Russland eine Gefahr für alle freien Nationen sei und bittet westliche Verbündete um Unterstützung.
Kaja Kallas, estnische Premierministerin, betont im Weltinterview, dass man die Sanktionen gegen Russland unbedingt durchsetzen müsse. Auch deswegen steht sie seit neuestem auf der Fahndungsliste des Kreml. Wir müssen unsere Bemühungen darauf konzentrieren, dass alle bereits bestehenden Sanktionen vollständig umgesetzt werden. Es gibt keine Umgehung der Sanktionen. Was können wir zusätzlich noch tun? Wir müssen der Ukraine militärische Unterstützung zukommen lassen und Russland politisch so weit wie möglich isolieren. Wir müssen also unsere Bemühungen auf allen Ebenen konzentrieren, politisch, wirtschaftlich, aber auch militärisch, um die Ukraine zu unterstützen. Unterstützung für die Ukraine kündigte gestern auch EU-Kommissionschefin von der Leyen an, in Form eines europäischen Rüstungsplans, der unter anderem einen Ausbau der Rüstungsindustrie und ein Büro für Verteidigungsinnovationen in Kiew vorsieht. Und Leonie von Randow ist in München für uns bei der Sicherheitskonferenz. Ja, Leonie, kann man denn zu dem jetzigen Zeitpunkt schon ein Fazit ziehen, wie es mit der Unterstützung für die Ukraine aussehen soll weiterhin und auch wie sich Europa in Zukunft selbst wappnen will? Schönen guten Morgen nach Berlin. Ja, zum Thema, wie sich Europa selbst wappnen will, hat sich gestern der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hier am Rande der Sicherheitskonferenz noch einmal geäußert. Er hat gesagt, dass eine Trennlinie durch Europa geht und dass das für Jahrzehnte wohl so bleiben würde. Also auf der einen Seite habe man eben dann das freie, demokratische Europa und auf der anderen Seite das autoritäre, kriegstreiberische Russland. Und er hat aber auch noch mal ganz deutlich gesagt, eine effektive Abschreckung ist unsere Lebensversicherung. Und für ihn bedeutet das dann eben auch, dass er mehr Geld braucht. Also mit den 2% der Wirtschaftsleistung, die ja in die Verteidigung im Moment fließen, wird er dauerhaft nicht auskommen. Das deutet er an. Eher 3 oder 3,5% ist da etwas, was er sich vorstellen kann. Aber der deutsche Finanzminister Christian Lindner, der hat ja schon gesagt, mehr als 2% sind angesichts der Haushaltslage im Moment nicht drin. Zur Frage der Unterstützung für die Ukraine. Auch das ist hier natürlich gestern ganz intensiv diskutiert worden. Wolodymyr Selenskyj, der wirbt natürlich weiterhin um Waffenlieferungen und vor allen Dingen geht es der ukrainischen Delegation hier um den Wunsch, Taurus-Marschflugkörper von Deutschland zu bekommen. Und der ukrainische Außenminister Kuleba, der hat das zumindest schon mal als positives Zeichen gewertet, dass Olaf Scholz auf Nachfrage, ob Deutschland Taurus liefern würde, zumindest der Frage ausgewichen sei. Kuleba sagt hier, genau das habe man ja bei anderen Diskussionen auch schon gesehen, zum Beispiel beim Leopard-Kampfpanzer. Auch den wollte Olaf Scholz ja lange nicht schicken. Jede Diskussion um Waffenlieferungen, sagt er, hat immer mit einem Nein begonnen. Mhm. Anderes großes Thema, Leonie, in München. Ja, heute dann die deutliche Kritik auch an Israels Militäroffensive und überhaupt die Situation dort im Nahen Osten bröckelt. Der Rückhalt, kann man das sagen, für Israel? Zwar haben sich sowohl die USA als auch Deutschland und viele andere Staaten ganz deutlich nochmal hinter Israel gestellt. Man muss aber auch sagen, dass die G7-Außenminister sehr besorgt sind über die anstehende Operation in Rafah und eben immer wieder darauf drängen, dass Zivilisten dort besser geschützt werden. Also hier merkt man eben schon, dass die Kritik da deutlich, der Ton deutlich rauer wird. Tony Blinken, der US-Außenminister, der hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass man unbedingt an einer Zwei-Staaten-Lösung arbeiten müsse. Er sagt, dieser Krieg bietet eben zumindest die Chance, dem Teufelskreis ein für alle Mal zu beenden. Und auch die deutsche Außenministerin hat sich ja und auch Olaf Scholz ganz ähnlich geäußert. Allerdings muss man sagen, noch immer sind 136 israelische Geiseln im Gazastreifen, mindestens rund 30 von ihnen laut israelischen Angaben offenbar tot. Und von israelischer Seite heißt es eben hier, die Operation in Rafah müsse durchgesetzt werden. Und wer einem sage, dass eben diese Operation nicht stattfinden solle, der sagt, verliert den Krieg, so formuliert es Benjamin Netanyahu. Das also Positionen auch bei der Sicherheitskonferenz in München. Vielen Dank, Leonie. Die Weltöffentlichkeit blickt also mit Sorge auf die Grenzstadt Rafah, wo ein israelischer Militäreinsatz bevorsteht. Israels Regierungschef Netanyahu will trotz internationaler Warnungen an dem Einsatz festhalten. Gegen seine Politik protestierten in Tel Aviv erneut tausende Menschen. Teils kam es zu Rangeleien mit der Polizei. Die Demonstranten forderten Netanyahu auf, mehr für die Befreiung der Geiseln zu tun und ernsthaft zu verhandeln. Bei den jüngsten Luftangriffen der israelischen Streitkräfte auf Zentral-Gaza wurden nach Palästina
palästinensischen Angaben etwa 40 Menschen getötet und 50 verletzt. Der nächste große Krach in der Ampel bahnt sich an, diesmal um die Bezahlkarte für Flüchtlinge. Während die Länder daran arbeiten, diese nach und nach einzuführen, torpedieren die Grünen in Berlin diese Anstrengungen. Viele von ihnen halten die Bezahlkarte für diskriminierend, bestehen darauf, dass Flüchtlinge uneingeschränkten Zugang zu Bargeld haben. Die FDP kritisiert, kontrollierte Migration bräuchte so viele Maßnahmen. Wer jetzt die wenigen Maßnahmen, auf die man sich geeinigt hat, blockiert, der provoziere den nächsten Ampelstreit. So etwa der Generalsekretär der FDP, Jir Sarai. Die Länder erwarten von uns, dass wir hier nicht nur Lösungen entwickeln, sondern die Dinge, die wir schon bis jetzt vereinbart haben. Weitere müssen noch folgen, aber die Dinge, die man zumindest vereinbart hat, dass die auch gehalten werden. Und ich muss sagen, das ist schon befremdlich, dass die Instrumente, die man gemeinsam vereinbart hat, dann plötzlich in Frage gestellt werden. Das sind Ausreden, die jetzt benutzt werden. Ich glaube, dahinter steht eher die Vorstellung, dass man eine bestimmte Form der Migrationspolitik nicht will. Also neue Uneinigkeit in der Ampel und vielleicht auch deshalb, die FDP flirtet immer unverblümter mit der Union. Generalsekretär Jir Sarai äußerte sich in einem Interview mit der Bild am Sonntag. Und da die Überzeugung, eine bürgerliche Koalition wäre in der Lage, leichter Lösungen für das Land zu finden. Den eigenen Partnern, SPD und Grünen, so Jir Sarai, mangele es hingegen an den richtigen Methoden zur Bekämpfung der Klimakrise. Wer ökologische Transformation und soziale Sicherungssysteme wolle, der müsse für wirtschaftlichen Erfolg sorgen. Und in Richtung Robert Habeck sagte Jir Sarai, Deutschland brauche einen Wirtschaftsminister, der in der Lage sei, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Ob das letztlich dann zum Bruch der Koalition führen werde, das ließ der FDP-Generalsekretär offen. Bei einem Treffen von Eritreern im niederländischen Den Haag ist es am Abend zu schweren Ausschreitungen gekommen. Es flogen Steine, Polizei auf Polizeiautos, ein Bus und weitere Personenwagen wurden von den Randalierern in Brand gesetzt und das Veranstaltungsgebäude schwer beschädigt, hat die Polizei gemeldet. Die Bereitschaftspolizei ging mit Tränengas gegen die Gewalttäter vor. Bei solchen Treffen stoßen immer wieder Unterstützer und Gegner der diktatorischen Regierung von Eritrea aufeinander, was zu Gewalt und Auseinandersetzungen führt. Was der konkrete Auslöser dieser in Den Haag war, das wurde auch zunächst nicht bekannt. Damit zur Fußball-Bundesliga, die Ergebnisse des 22. Spieltages im Überblick. Leipzig gewinnt das Topspiel am Abend gegen Gladbach mit 2:0. Wolfsburg und der BVB trennen sich 1:1 unentschieden. Mainz schlägt Augsburg 1:0. Hoffenheim unterliegt Union Berlin 0:1. Auch Heidenheim kann den Spitzenreiter nicht stoppen. 1:2 hieß es letztlich gegen Bayer Leverkusen. Darmstadt unterliegt Stuttgart 1:2. Und am Freitag hatte Köln 0:1 gegen Bremen verloren. Heute dann noch Freiburg gegen Frankfurt. Und in Bochum kämpft Thomas Tuchel mit den Bayern um 3 Punkte und um seinen Job.